Hallo und herzlich willkommen am Campus von SOTV. Wir sind eine Gruppe Studierender der Pädagogischen Hochschule Salzburg und haben zum Thema Grenze 2016 folgende Beiträge ausgearbeitet. Grenzt die Ehe ein oder gibt sie Sicherheit? Distanzzonen, Flucht und Integration, Musik geht über Grenzen hinaus und Grenzgänger des Sports. Beginnen werden wir jetzt gleich mit dem Beitrag unserer Gruppe. Grenzt die Ehe ein oder gibt sie Sicherheit? Diese oder ähnliche Fragen haben Sie sich vielleicht in Ihrem Alltag schon öfter gestellt. Und wir haben uns gefragt, was sagen Experten dazu? Was halten junge Leute davon? Und ändert sich die Meinung vielleicht nach jahrzehntelanger Ehe? All diesen Fragen sind wir in unserem Beitrag nachgegangen. Heutzutage werden in Österreich immer weniger Ehen geschlossen und deutlich mehr Ehen geschieden als noch vor 40 Jahren. Doch was sind die Gründe dafür? Umfragen haben ergeben, dass sich Partner während oder sogar schon vor der Ehe eingegrenzt fühlen. Als Grund dafür wurde der mangelnde Freiraum zur Selbstverwirklichung genannt. Befürchtungen sind, dass Hobbys, Freunde und Karriere zu kurz kommen. Experten sehen die Schnelllebigkeit des 21. Jahrhunderts als Hindernis für Verliebte, sich das Ja-Wort zu geben. Somit verliert das ewige Konstrukt der Ehe an Popularität. Trotzdem gibt es immer wieder junge Leute, die sich das Ja-Wort geben wollen. Was sind die Beweggründe? Wir haben die 20-jährige Anna gefragt. Ja, für mich bedeutet die Ehe Sicherheit. Es gibt mir einfach viel Sicherheit zu wissen, dass mich jemand liebt, der so wie ich bin und der zu mir stehen möchte in gute und in schlechte Zeiten und der bereit ist, sein ganzes Leben mit mir zu teilen. Und wenn ein Mensch die Entscheidung trifft und mir das Versprechen vor Gott und die Menschen gibt, dann bedeutet mir das für Sicherheit. Da kann ich sehr viel unbeschwerter in den Alltag einige und genau, deswegen werden wir heiraten. Aber auch langjährig Verheiratete schätzen die Sicherheit in der Ehe. Seit 21 Jahren bin ich nun verheiratet und ich muss sagen, wir haben sehr schöne Zeiten erlebt, aber auch schwierige Zeiten. Und auf die Frage, ob die Ehe einengt oder Sicherheit gibt, möchte ich sagen, ich würde das nicht so formulieren, einengen, sondern dass man in der Ehe aus Liebe Rücksicht aufeinander nimmt und auch füreinander da ist. Und wenn man das in Treue ein Leben lang lebt, dann würde ich auch sagen, dass die Ehe Sicherheit gibt und das bringt auf alle Fälle Freude ins Leben. Autorin, Professorin und Familientherapeutin Professor Magister Renate Messner-Kaltenbrunner, derzeit tätig am Institut für Bildungswissenschaft und Forschung in Salzburg, wurde von uns zum Thema befragt. Die Ehe grenzt ein und grenzt ab und sie kann Sicherheiten geben. Die große Herausforderung unserer Zeit ist, dass die Ehe sehr mit Erwartungen überfrachtet und überfordert wird. Dieses sogenannte neoromantische Beziehungsideal, es muss Romantik darin Platz haben, Liebe, Treue, Fürsorge, Elternschaft, das ist ein großes Paket. Und viele Ehen scheitern daran und dann entstehen Grenzen in der Abgrenzung der Erwartungen. Wenn es gelingt, wenn es eine schöne und gelingende Beziehung ist, kann sie Sicherheiten geben und kann die Grenze, die eine Ehe auch zieht, als positiv und lebensverschönernd empfunden werden. Also beides ist drinnen, Grenze und Sicherheit. Hat man also realistische Erwartungen an den Partner oder die Partnerin, ist der Grundstein für eine funktionierende Ehe gelegt. Empfindet man das Aufeinander Rücksicht nehmen nicht als Eingrenzung, kann die Ehe durchaus Sicherheit geben. Somit kann jeder die Frage, ob die Ehe eingrenzt oder Sicherheit gibt, nur selber beantworten. Ein sehr interessanter Beitrag. Wie seid ihr auf dieses Thema gekommen? Ja, also die im Beitrag interviewte Anna ist eine gute Freundin von uns und wird, wie sie eben erzählt hat, im nächsten Jahr heiraten und dadurch sind wir auf dieses Thema gekommen. Schön, Dankeschön. Das Gefühl von Distanz ist ein relatives. Es variiert von Person zu Person. Jedoch fühlen wir uns unwohl, wenn uns jemand zu nahe kommt. Wir haben uns mit diesem Thema auseinandergesetzt und Personen dazu befragt. Jeder kennt doch diese Situation. Sie befinden sich an einem beengten Ort und jemand kommt ihnen zu nahe. Sie fühlen sich unwohl und wissen nicht, wie sie mit dieser Situation umgehen sollen. Sie fragen sich vielleicht, soll ich etwas sagen oder wäre das unfreundlich? Was sagen die Einwohner der Stadt Salzburg dazu?
Wir haben nachgefragt. Haben Sie in der Öffentlichkeit schon einmal eine Situation erlebt, in der Ihnen eine fremde Person zu nahe gekommen ist? Ja, beim Weggehen. Können Sie diese Situation beschreiben? Man wird oft berührt, obwohl man das nicht möchte. Ich weiß nicht wer, aber es waren viele. Also, und zwar meistens in der U-Bahn in Wien, wenn es ganz heiß ist und die U-Bahn bleibt irgendwo stehen und es ist ganz voll. Wenn dann nur im Bus, aber so in der Stadt oder so noch nicht so. Also ich bin halt im Bus gestanden und es war nicht wirklich viel los, aber trotzdem ist eine Person ziemlich nah zu mir zugekommen und das hat mich schon ein bisschen gestört. Ich habe halt immer versucht, dass ich weggehe, aber es ist halt im Bus nicht so möglich jetzt. Und was wäre demnach für Sie eine angenehme Distanz? Boah, das ist schwer zum Sagen, aber auf jeden Fall... Sie können es auch zeigen. Auf jeden Fall, ja, keine Ahnung. So, das ist schon ein bisschen zu weit weg, aber ich finde, so ist okay. So, 1,5 Meter circa Entfernung wäre ganz okay. So wie wir haben. Nicht weiter. Es kommt drauf an, mit wem. Aber so, mein, das passt. Ich glaube, das ist eh kulturell bestimmt. Also bei uns hat man mal der Sami Molcho gesagt, ist das ungefähr die richtige Distanz, weil das trifft genau bis daher. Okay. Ja? Und wenn man näher kommt, ist das zum Beispiel wie in den südlichen Ländern. Ne? In den südlichen Ländern ist es einfach natürlich, dass man so dasteht, und wenn berührt, ist ganz egal. Okay. Aber so ist es okay für mich. Okay, ja. Danke. Dankeschön. Jeder Mensch hat eine gewisse Distanzzone. Kommt uns jemand zu nahe, fühlen wir uns bedrängt oder sogar bedroht. Das Maß körperlicher Distanz richtet sich danach, in welchem Verhältnis wir zu dem gegenüberstehen. Je intimer das Verhältnis, desto geringer ist der Raum, den wir um uns brauchen. Die Wissenschaft unterscheidet in unterschiedliche Zonen. Die öffentliche Distanz. Sie beginnt bei etwa 4 Meter Abstand. Jede persönliche Beziehung hat aufgehört. Man agiert als Einzelner. Dieser Abstand ist etwa jener von Rednern zum Publikum oder Fernsehschauspieler und Zuschauern. Die gesellschaftliche oder soziale Distanz. Sie schließt aus, dass man sich berührt. In dieser Distanz, etwa 1,50 Meter bis 4 Meter, werden unpersönliche Angelegenheiten erledigt, wie etwa Unterhaltungen mit Geschäftsleuten oder Handwerkern. Die persönliche Distanz. Sie umfasst die Zonen von ca. 60 bis 1,50 Meter. Das ist die normale Gesprächsdistanz. Annäherung innerhalb dieser Grenzen sagt etwas über Bekanntheits- oder Sympathiegrad zwischen den Beteiligten aus. Diese Zone ist für Freunde, Verwandte, eventuell auch enge Kollegen reserviert. Die intime Distanz. Sie reicht vom direkten körperlichen Kontakt bis zu einer Entfernung von ca. 60 cm. In diese Zone dürfen nur Personen mit einer besonderen Erlaubnis eindringen. Im Normalfall werden nur sehr enge Vertraute in diese Intimzone gelassen, also Intimpartner oder enge Verwandte. Hat sich durch die Produktion eures Beitrags eure Sicht bezüglich Distanzen verändert? Wir haben viel gemeinsam darüber gesprochen und ich persönlich achte jetzt mehr darauf, wie nahe mir jemand steht. Mhm. Sehr interessant, danke. Du kommst. Auch wir, Flora, Sarah und ich, möchten euch herzlich willkommen heißen. Wir beschäftigten uns in den letzten Wochen mit dem Thema Integration und Flucht und möchten euch nun Einblicke in unsere Errungenschaften darbieten. In der Volksschule Anif lernen Sajida, Mohammad und Asma am Nachmittag Deutsch. Die drei Geschwister sind nun schon einige Zeit in Österreich, nachdem sie Syrien mit ihrer Familie verlassen mussten. Der Grund für ihre Flucht ist das Bombardement der Schule des großen Bruders, wobei er seinen Arm verlor. Dadurch wurden sie ein Teil der 88.151 Menschen, die im Jahr 2015 um Asyl angesucht haben. Da stellt sich häufig die Frage, ob wir so eine Zahl an Menschen in unserem Staat gut integrieren können. Doch diese Familie ist ein gutes Beispiel dafür, dass ein Leben hinter neuen Grenzen möglich ist. Du gehst ja jetzt schon in die zweite Klasse Hauptschule. Und wie kommst du da eigentlich beim Unterricht mit? Geht das gut oder müsstest du noch ein bisschen mehr Deutsch lernen, dass du wirklich alles zum Beispiel in Mathe verstehst? Ja, die Deutsch ist nicht so schwer.
Es ist ein bisschen leicht. Und ich habe ja 5 Freunde und machen wir viel Spaß in der Schule. Also geht's gut in der Schule? Ja. Okay. Mohammed, du bist jetzt schon in der Volksschule. Und hast du dort auch schon Freunde gefunden? Und was machst du mit denen so in deiner Freizeit, am Wochenende zum Beispiel? Ja, spielen Fußball oder Football, Tennis, ja. Asma, du bist schon am längsten von uns allen in Österreich. Was sind denn so Unterschiede zwischen Syrien und Österreich, die dir so ganz arg auffallen? Wir haben in Syrien 2 Kühe und wir haben in Syrien Weintrauben. Das habt ihr hier nicht. Ja, und unser Haus ist in Syrien groß, aber da klein. Doch sehen dies nur die 3 Flüchtlingskinder so positiv? Was sagt die Bevölkerung dazu? Die Bürgermeisterin der Gemeinde Anif, Frau Magistra Gabriela Gemacher-Leitner, berichtet: Die Bevölkerung mittlerweile reagiert sehr, sehr positiv darauf. Und ich denke, es hat aber auch einen Grund, weil wir als Gemeinde auch beschlossen haben, einen behutsamen Weg zu gehen. Wir haben beschlossen, dass wir kleine Quartiere favorisieren und uns auch wirklich auch darum bemüht haben, solche zu finden, wo auch dann Familien unterkommen können. Also wir wollten ganz bewusst kein Großquartier bei uns im Gemeindegebiet haben. Also aus mehrerlei Gründen. Also einer der wichtigsten Gründe ist einfach, dass Menschen in Großquartieren einfach viel schwieriger zu integrieren sind. Die Gemeinde Anif zeigt uns, dass Integration möglich ist. Ich würde jetzt noch interessieren, ob ihr schon vorher mit diesen Flüchtlingskindern Kontakt gehabt habt. Ja, ein Mitglied unserer Gruppe hat schon seit längerer Zeit mit der Flüchtlingsfamilie Kontakt. Okay, und wiefern? Sie lehrt den Kindern seit ihrer Ankunft in Österreich Deutsch. Ah, okay. So, nun möchte ich Sie noch zu unserem Beitrag zum Thema Grenze 2016 begrüßen. Wir, Christina, Karina, Laura und ich, haben heute ein ganz besonderes Rezept für Sie vorbereitet. Eines, mit dem man jegliche Grenzen überwinden kann. Und das Beste daran ist, dass es einfach und für jeden zugänglich ist. 200 Jahre ist Salzburg nun bei Österreich. Das Thema Grenze ist aber nicht nur aufgrund dessen aktueller denn je. Wir wollen das Thema heute einmal aus einem etwas anderen Blickwinkel betrachten. Warum ich mich hier am Europasteg zwischen Lauf und Oberndorf befinde, hat einen bestimmten Grund. Welcher das ist, lassen Sie sich überraschen. Das ist Herr Meier. Sein größtes Hobby ist die Musik. Allerdings hat er ein Problem. Alleine zu singen oder zu musizieren macht ihm wirklich keinen Spaß. Doch Herr Meier hat eine Idee. Er fragt seine Frau und die beiden gemeinsamen Kinder, ob sie mit ihm musizieren wollen. Gesagt, getan. Ein schönes Lied erklingt im Garten der Familie Meier. Zufällig sind gerade einige Nachbarn im Freien und schließen sich, ebenso wie der Opa, der Singrunde an. Bald stoßen mehrere Schulfreunde der beiden Kinder hinzu. Die Gruppe wächst und wächst. Die wunderbare Melodie locken Frau Ming und Herrn Samo, die gerade am Garten vorbeispazieren, an. Auch sie stimmen in das Lied mit ein. Ein wunderbarer Chor ist entstanden. Das Besondere an ihm? Die Vielfalt an Persönlichkeiten. Egal welcher Herkunft, ob Mann oder Frau, alt oder jung, ob mit Brille, Zahnspange oder im Rollstuhl, Musik verbindet und geht über jegliche Grenzen hinaus. Auch wenn es um geografische Grenzen geht. Wir kehren an unseren Ausgangspunkt zurück, den Europasteg zwischen Laufen und Oberndorf. Man muss wissen, seit 200 Jahren gehört Laufen zu Deutschland, Oberndorf zu Österreich. Die beiden Orte verbindet dennoch einiges. Bestes Beispiel der Klangbogen. Die Idee hinter dieser Veranstaltung ist simpel. Kinder von Trent und Herrent musizieren gemeinsam mit ihren Lehrenden an verschiedenen Stellen in Laufen und Oberndorf. Den Beginn bildet ein Konzert in der Stiftskirche Laufen. Von dieser ausgehend verläuft der von Musik begleitete Weg
über den Europasteg weiter entlang der Salzach bis zum Schulzentrum Oberndorf. So wird ein wahrer Klangbogen gespannt. Übrigens, jeder ist dazu eingeladen, als Zuhörer an dieser musikalischen Reise teilzunehmen. Frage an dich. Hat es beim Dreh eures Beitrags bestimmte Schwierigkeiten gegeben? Also generell ist es uns eigentlich gut ergangen, nur beim Filmen am Klangbogen war es relativ schwierig, weil immer Leute durch die Kamera gelaufen sind und auch die Nebengeräusche waren sehr schwierig, das untergut zu bekommen. Dankeschön. Grenzen kennen, Grenzen erfahren und Grenzen überschreiten. Mit diesen drei Stichworten beziehen wir uns auf das Thema Sport. Wie gehen Sportler damit um und wie sieht es mit der Risikobereitschaft aus? Können Unfälle diese beeinflussen? Mit diesen drei Fragen beschäftigen wir uns im folgenden Beitrag. Um im Leben und auch im Sport weiterzukommen, müssen oft Grenzen überwunden werden. Ganz nach dem Motto, Grenzen sind da, um überschritten zu werden. Sportler beweisen immer wieder, dass sie es schaffen, ihre persönlichen Grenzen zu überwinden, um hochgesteckte Ziele damit schneller erreichen zu können. Doch welche konkreten Grenzen werden von Sportlern nun überwunden? Meine Gesundheit muss ich auf jeden Fall riskieren. Also ich bin Receiver, ich laufe und fange den Ball. Und alles, was danach passiert, ist halt je nachdem, wie gut der Gegner ist. Grenzen sind wahrscheinlich durch irgendwelche Regeln oder sowas festgesetzt worden. Aber ziemlich viel Opfern auf jeden Fall. Freizeit auf jeden Fall geht eh alles drauf. Ich habe jetzt einen Schleimbeutel im Ellbogen. Ich habe meine Schulter gesprengt, Finger gebrochen. Auch noch nichts Gröberes. Du willst halt alles geben für den, der neben dir steht und du weißt, dass der das neben dir genauso macht. Häufig werden Grenzen im Sport überschritten, die mit Verletzungen enden. Wie schaffen es diese Menschen, die Leidenschaft für den Sport beizubehalten und erneut Risiken auf sich zu nehmen? Ich fahre Formel V und Formel Super V. Passieren kann immer wieder was, das ist ganz egal, was man macht. Das Einzige, was wirklich gefährlich ist, ist der Berg, was ich auch fahre, die Bergrennen. 2008 habe ich einen Motorradunfall gehabt. Da ist es ziemlich knapp hergegangen, also da bin ich mehr drüben wie hier herüben. Und man nimmt dann nicht mehr alles so ernst und nicht mehr so, man ist dann nicht mehr so bedacht aufs Wetter, dass man da irgendwas hat. Man lebt intensiver, weil man einfach weiß, wie schnell das vorbei sein kann. Jetzt leben wir einfach. Mögen die Grenzen, an die du stößt, einen Weg für deine Träume offen lassen. Wie steht unsere befragte Sportexpertin und Sportwissenschaftlerin dazu? Meine Risikobereitschaft hört dort auf, wo ich Situationen nicht mehr einschätzen, überblicken oder lenken kann. Also um seine eigenen physischen Leistungsgrenzen auszutesten, braucht es sicher den Geist dazu. Da sprechen wir von der mentalen Stärke. Also diese Erfahrung, dass man seine physischen Leistungsgrenzen verschieben kann, diese Grenzerfahrung, glaube ich, machen einem Menschen stark, das weiß ich auch aus eigener Erfahrung. Am wichtigsten ist es, seine persönlichen Grenzen zu kennen und sie bewusst wahrnehmen zu können. Doch um auch weiterzukommen und seine Ziele im Sport zu erreichen, muss jeder noch stärker an sich selbst und an seine Vorhaben glauben und mentale Grenzen sprengen. Somit bedanken wir uns herzlich fürs Zusehen und hoffen, wir konnten euch das Thema Grenzen anhand der verschiedenen Blickwinkeln etwas näher bringen.